Feuer frei aus allen Rohren. Beim Powerpipes ist die Ausrichtung wohl klar. Der Materialspezialist setzt bei seinen halblangen Noppen auf ein aggressives Störspiel. Mit knapp 39 Euro liegt der Powerpipes gerade noch im mittleren Preissegment. Neben dem abgefahrenen Coverdesign fällt nach dem Auspacken vor allem das leicht glänzende Obergummi mit den ebenfalls glänzenden mittellangen Noppen auf. Die Noppenköpfe selbst sind glatt, aber griffig. Die Noppen relativ hart. Der Schwamm hat einen mittleren Härtegrad. Leicht ungewohnt scheint uns auch die vertikale Anordnung der Noppenreihen zu sein. Interessanterweise würden wir aufgrund der optischen Eigenschaften darauf tippen, dass die Gummimischung des Obergummis und des Schwammes identisch mit der des Firestorms ist. Demnach also beim Powerpipes lediglich eine andere Noppengeometrie gewählt wurde. Dass die offensive Ausrichtung der beiden Belege aber auf jeden Fall ähnlich ist, macht sich bereits beim ersten Dotztest bemerkbar, bei dem sich erahnen lässt, welche Kraft im Powerpipes schlummert. Die schwarze Schwammversion liegt katapultmäßig nochmal deutlich über der roten, schwammlosen OX-Variante. Nach den ersten Schlägen zeigt der Powerpipes eine für uns doch etwas überraschende Spieleigenschaft. Die mittellange Noppe braucht eine relativ spezielle Technik, die unserer Meinung nach fast ein wenig an eine Glanti-Schlaghaltung erinnert und einer gewissen Eingewöhnungszeit bedarf. Wird das Schlägerblatt zu geschlossen gehalten, landen die Bälle im Netz. Auf der anderen Seite werden bei geöffnetem Schlägerblatt die Bälle förmlich über den Tisch hinaus katapultiert. Bis man diese katapultige Schwammversion im Griff hat, gehen somit sicherlich einige Schläge ins Land. Dann allerdings kommt der für den Gegner sehr unangenehme Störeffekt zum Tragen. Zugleich hat dieser mit dem auffälligen Abtauchen der Bälle zu kämpfen. Beim aktiven Kontern und Blocken fallen die Schläge des Gegners zudem sehr häufig ins Netz. Auch Pseudo-Topspins sollten beim Gegner ebenso für Verwirrung sorgen. Unserer Meinung nach ist der Ballabsprung des Powerpipes als niedrig einzustufen. Thank you.
Auch die schwammlose OX-Variante des Powerpipes hat trotz des fehlenden Schwammes ein hohes Grundtempo. Generell bietet die schwammlose Version etwas bessere Optionen in der langen Abwehr sowie beim passiven Spiel am Tisch. Doch darauf sollte man sich bei diesem Belag wirklich nur im Notfall einlassen. Was mit der OX-Variante schön gelingt, sind im spitzen Winkel über die Seiten hinaus gedrückte Bälle. Aber auch hier sei gesagt, dass die Eingewöhnungsphase durchaus einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Der Powerpipes ist unserer Meinung nach ein eher anspruchsvoll zu spielender Angriffsbelag, der, wenn man ihn beherrscht, einen für eine halblange Noppe sehr guten Störeffekt mit sich bringt. Wer bereit ist, seine Schlagtechnik an die Eigenarten des Powerpipes anzupassen, der bekommt mit diesem Teil eine überraschend andersartige Störwaffe in die Hand, die dann aber auch aktiv eingesetzt werden sollte.